Hi, hallo liebe Schüler, mein Name ist Philipp Schreiber. Ich bin hier in Esslingen zuständig für das Themenfeld Finanzen und ihr fragt euch vielleicht, naja, was lernt man eigentlich in so einem BWL-Studium, insbesondere hier in Esslingen? Für mein Fachgebiet würde ich euch das gerne ganz kurz zeigen und zwar befassen wir uns mit dem Kapitalmarkt. Wir schauen uns aktuelle Beispiele an, wie unter anderem GameStop und fragen uns, warum ist die Aktie so durch die Decke gegangen und was hat das Internetforum Reddit damit eigentlich zu tun? Andere Aktien, die nicht durch die Decke gegangen sind, sind zum Beispiel Wirecard. Da ist der Kurs fast null. Und wir wollen auch überlegen, was heißt es eigentlich für eine Firma? Also ganz klar, wir gucken uns die Theorie an. Was ist eine Aktie? Was beeinflusst den Kurs? Was ist der faire Wert einer Aktie? Und wie funktioniert eigentlich ein Börsengang? Was passiert da bei der Firma? Und von daher hoffe ich, dass ich euer Interesse ein bisschen für das Thema wecken konnte und würde mich natürlich freuen, euch in Esslingen dann wiederzusehen. Also macht's gut, bis dahin, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.